Coucou les Cocottes! Hier ist wieder Joséphine Delvaux mit einer neuen Folge von Pimp My Playmobil. Oder wie wir es gerne nennen, die Battledore Bastelstube. Heute schauen wir uns eine Kulisse an, die wir in der ersten Folge unserer zweiten Staffel benutzen werden. Es handelt sich um ein Schwimmbad. Diese Kulisse hat Agent Meriwether entworfen. Und sie wird euch jetzt auch erklären, wie sie das gemacht hat. Hallo, hier ist Agent Meriwether. Ich zeige euch jetzt, wie ich diese Kulisse gebaut habe. Ich habe einen alten Schuhkarton genommen und ihn von innen bemalt. Hier sieht man die Wände, die Tür, ein Fenster, Kacheln und eine Wiese. Als Schwimmbecken habe ich eine Zipdose benutzt. So nennen wir zu Hause Dosen für Papiertaschentücher. Ich habe die Zipdose zurechtgeschnitten, bemalt und dann festgeklebt. Um das Wasser zu simulieren, habe ich eine blaue Plastiktüte reingeklebt. Für das Badehandtuch habe ich ein weißes Stück Papier genommen und es zurechtgeschnitten. Als Sprungbrett habe ich zwei Korken genommen, sie weiß angemalt und zusammengeklebt. Obenauf habe ich ein Stück Karton zurechtgeschnitten und aufgeklebt. Die Papierfiguren habe ich auf der Website Paper Thin Personas gefunden. Das ist eine tolle Website, die Papierfiguren kostenlos zum Ausdrucken anbietet. Unter dem Namen Mary Soul Monday kann man Figuren mit verschiedenen Anziehsachen einkleiden. Wir haben nur die Bikini-Version der Papierfiguren gebraucht, sie ausgeschnitten und in unsere Kulisse geklebt. Für einen 3D-Effekt haben wir die Figuren ab der Hüfte aufwärts hochgeklappt. Die Figur im Wasser haben wir ab der Hüfte abgeschnitten, damit nicht zu viel aus dem Wasser ragt. Die Wasserrutsche ins Schwimmbecken ist eine Spirale. Die Spirale habe ich oben mit Schnur befestigt und dann einfach nach unten ins Wasser fallen lassen. Auf die Wiese habe ich Dekoblumen aufgeklebt. Lieutenant Dark Rider hat uns für die Kulisse seine Gummibärchenschuhe gestiftet. Im hinteren Teil der Kulisse möchte ich für den Dreh mit der Battledore noch einen Vorhang anbringen. Er soll ein Delfinmuster erhalten. Wie Jojo Delvaux den Delfin malt und den Vorhang anbringt, seht ihr in unserem nächsten Video. Das war's mit der Battledore Bastelstube. Viele Grüße von der Battledore. Ich bin Agent Meriwether. Mir hat es viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren, zu liken, das Video zu teilen und die Glocke zu aktivieren. Tschüss!